bedanke mich, auch im Namen meiner Eltern. Wo du stehst, mein lieber Freund. Du wirst in 30 Sekunden gezeugt, für 9 Monate in der Gegend herumgetragen, in 2 Stunden geboren. Das Erste, was du hörst, sind die Schreie deiner Mutter. Geh nicht ins Licht, geh nicht ins Licht, aber du gehst. Du wirst 6 Jahre lang nicht beachtet. Du lernst in 1,5 Jahren laufen und sprechen. Circa 10 Jahre später lernst du saufen und brechen. Du kommst mit 7 Jahren ins Irrenhaus und wirst dort 13 Jahre lang auf internationale Standards angehoben. 13 Klassen lang erzählt man dir, dass es keine Klassengesellschaft gibt. 13 Jahre. 13 Jahre lang wirst du mit Hauen und Stechen, auf Biegen und Brechen von verlogenen Pädagogen zum verbogenen Drogenpsychologenopfer erzogen. Du lernst auch, andere zu verbiegen. Und du lernst Probleme, tablettengleich in dich hineinzufressen, um sie irgendwann unverdaut wieder auszukotzen und darauf auszurutschen. Du stehst vorm Spiegel und siehst ein Nichts. Dahinter ist kein Wunderland. Dahinter ist nur nackte Wand. Du schlägst mit abgehackter Hand den Takt zum Tanz, du stehst still. Mit 14 hat man dir gesagt, so wird das nichts. Ja, und deswegen ist es ja auch nichts geworden, ne? Im Sportunterricht die Tanzübung verweigert, weil sich sowieso keine Partnerin gefunden hätte. Du hättest sonst einen Kasten nehmen müssen. Am Wochenende nimmst du meist mehr als einen Kasten. Immer dieselbe alte Leierkasten, Leierkasten, Leierkasten. Und in Indien spielen sie Kastenfußball. Ha, 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 ha. Hey, auf dem Schulhof bist du nicht mal mehr bedroht. Mit 16 kennen die Ärzte in der Notaufnahme dich schon persönlich und sie sagen jetzt nicht mehr Alkoholvergiftung, nein, sie sagen einfach deinen Namen. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Es gibt nur richtig und dich. Du stehst vorm Spiegel und siehst ein Nichts. Dahinter ist kein Wunderland. Dahinter ist nur nackte Wand. Du schlägst mit abgehackter Hand den Takt zum Tanz. Du stehst still. Du stehst still. Montagmorgen, Erdkundeklausur. Erarbeiten Sie Lösungsansätze für das Hungerproblem der afrikanischen Entwicklungsländer. Ja. Kannibalismus? Mit 18 hat man dich gefragt, wie du es überhaupt so weit schaffen konntest. Und du hast nichts geantwortet. 4 Stunden schläfst du jetzt pro Nacht, weil die Drittelflasche nicht mehr zum Runterkommen reicht. Also schläfst du auch in der Schule, im sogenannten Leistungskurs Geschichte. Ja, war ja nicht alles schlecht, was Hitler gemacht hat, sagst du. Und denkst dabei an dich selber. Der Direktor sagt, so geht das nicht. Und du sagst, dass du dir das auch schon gedacht hast. Na und, du magst trotzdem keine Polen. Gewalt ist keine Lösung. Gewalt ist deine Losung. Und im Vereinsheim? Da geben sie dir recht. Holger und Dieter, das sind deine Freunde, denkst du. Holger und Dieter und die anderen, das sind deine Kameraden, denkst du. Ja, die stehen hinter dir, die sind für dich da, du stehst vorm Spiegel. Und siehst ein Nichts. Dahinter ist kein Wunderland, dahinter ist nur nackte Wand. Du schlägst mit abgehackter Hand den Takt und tanzt, du stehst still. Du wurdest in 30 Sekunden gezeugt. 9 Monate in der Gegend herumgetragen, 2 Stunden geboren. Du lernst in 1,5 Jahren laufen und sprechen. Circa 10 Jahre später lernst du saufen und brechen. Du kommst mit 7 Jahren ins Irrenhaus und wirst dort 13 Jahre lang auf internationale Standards runtergebrochen. Und jetzt stehst du still. Du wurdest mit Hauen und Stechen, auf Biegen und Brechen, von verlogenen Pädagogen zum verbogenen Drogenpsychologenopfer erzogen. Und jetzt stehst du still. Und du verfluchst das System, in dem wir leben. Und du suchst nach dem du es zu verdanken hast, dass du dich selber hast. Und du glaubst schon fast, dass zwischen dem morastigen Kontrast deiner lasterhaften Rast und der Hass der meisten Menschen, die über Leichen gehen und deren Wege an Leichen grenzen, eine himmelweite, sterngesäumte Gasse sprießt, die selbstverständlich ist und bleibt, wie man den Schimmelreiter in der 9. Klasse liest. Mit anderen Worten, alles tanzt, nur du stehst vorm Spiegel und siehst ein
Vielen Dank. Jesper Diederichsen!